Servus Radfreunde, nachdem meine zwei letzten Radtouren mit dem Mountainbike im Südschwarzwald stattgefunden haben, habe ich mich heute dazu entschlossen, mal mit dem Mountainbike wieder vor der Haustüre zu radeln durch Nordschwarzwald. Dieses Mal die obligatorische Pflichtradtour einmal auf den Gipfel der Hornisgrinde. Letztes Jahr ist sie leider entfallen. Damals ging es auf den Gipfel des Feldbergs, der höchste Gipfel des Schwarzwalds. Dieses Mal geht es wieder auf die Hornisgrinde, der höchste Gipfel des Nordschwarzwalds. Vor 2 Jahren war ich dort zum letzten Mal oben mit dem Mountainbike. Letztes Jahr ist die Tour entfallen, deshalb hole ich sie dieses Jahr nach und zwar ein wenig anspruchsvoller. Ich fahre hinab ins Murgtal, dann geht's hoch an der Schwarzenbachtalsperre, ein kleiner Abstecher zum Meliskopf und anschließend werde ich dann hoffentlich oben stehen auf der Hornisgrinde. Ideales Radfahrwetter heute, Temperaturen um die 20 Grad, Sonnenschein, kein Regen, was möchte man mehr? Und die Kamera habe ich heute wieder mal im Gepäck. Ganz in der Ferne kann ich es auch schon sehen. Mein Tagesziel, der Sennemast und die Windkraftanlage auf dem Gipfel der Hornisgrinde. Dort wird es jetzt gleich hingehen. Direkt von der Haustüre ab geht's jetzt hinein in den Schwarzwald. Heute bin ich ganz froh, dass ich meine Radtour direkt von der Haustüre ab starten kann mit dem Mountainbike durch den Schwarzwald. Die ersten Überlegungen waren, nochmal das Mountainbike ins Auto zu verpacken und dann irgendwo in den Südschwarzwald, Mittelschwarzwald oder die Schwäbische Alb zu fahren. Aber nachdem ich die letzten beiden Male jedes Mal eine Anfahrt mit dem Auto hatte, die über 2 Stunden gedauert hatte, anschließend dann abends wieder die Rückfahrt, nochmal über 2 Stunden, teilweise 5 Stunden im Auto saß und dann auch die Temperaturen im Rheintal über 30 Grad verschlagen, zumindest im Auto dann, man war durchgeschwitzt, habe ich gedacht, das möchte ich mir heute ersparen. Einfach mal entspannt, genießerisch durch den Schwarzwald zu radeln. Und da ist mir dann das Ziel, die Hornisgrinde, eingefallen. Da freue ich mich jetzt auch drauf, zumal ich dort zum letzten Mal vor 2 Jahren mit dem Fahrrad oben gestanden habe. Auch landschaftlich hat sich einiges getan. Vor einer Woche hat es 2 Tage geregnet. Das gab einen richtigen Wachstumsschub. Inzwischen das Grün in voller Pracht. Alle Laubbäume haben ihre Blätter entfaltet. Schöner wird es nicht mehr dieses Jahr im Schwarzwald für mich. Jetzt genieße ich die wunderbare Frühlingsidylle hier. Alles blüht, die Vögel zwitschern. Was möchte man mehr?
Die ersten Kilometer führen mich von Hallwangen aus in Richtung des Schwarzwald-Panoramaradwegs und dem werde ich dann bis Seewald-Besenfeld folgen. Die Alternative wäre unten im Murgtal, auf dem Murgtalradweg entlang zu radeln bis nach Schwarzenberg und dann jetzt kurz danach bei Raummünzach hoch zur Schwarzenbachtalsperre. Aber ich bin jemand, ich radel lieber oben auf der Höhenlage entlang, genieße die schöne Aussicht, die Sonnenstrahlen und den erfrischenden Wind. Und heute wird mich meine Radtour jede Menge Kilometer lang auf der Höhenlage entlang führen. Das Wetter heute übrigens auch ideal für eine Mountainbike-Tour durch den Schwarzwald, die teilweise etwas höhenmeterreicher ausfallen wird. 19 Grad Sonnenschein. Zum einen ist es noch nicht ganz so heiß, die Sonne noch nicht ganz so intensiv wie im Sommer. Da radelt man dann lieber durch den schattigen Wald. Heute genieße ich die Abwechslung zwischen Schatten und Sonnenschein auf meiner Radtour. Zwischen Musbach und der B294 eine lange sonnige Passage. Hier rate ich gerne entlang. Oder im Winter mache ich hier ab und zu auch einen Spaziergang mit der Familie. Immer wieder schön die Strecke hier. Dann genieße ich besonders den Moment, wenn ich jetzt hier entlang radel. Noch kurz die B294 überqueren, dann geht es weiter auf der anderen Straßenseite oberhalb des Murgtals in Richtung Seewald-Besenfeld. Immer wieder geht es auf dem Schwarzwald Panoramaradweg zwischen Freudenstadt und Seewald-Besenfeld entlang. Dieses Jahr schon zweimal bei meiner Radtour zur Burg Safenstein und zum zweiten Mal damals bei meiner Radtour zur Goldenen Pforte, dem Westbeck-Portal in Pforzheim. Die Strecke ist einfach sehr praktisch, wenn man den Nordschwarzwald relativ zügig durchqueren möchte. Der gesamte Radweg bis Pforzheim, der ab Seewald-Besenfeld dann durchs Enztal verläuft, relativ gut ausgebaut und auch sehr höhenmeterarm.
am Wegrand entlang überall die zarte weiße Blüte der Walderdbeere. Als ich gerade aufs Fahrrad wieder aufgestiegen bin, gab es ein komisches, knackendes Geräusch. Zum Glück habe ich nachgeschaut. Materialversagen an meinem Fahrradsattel. Eine Strebe ist gebrochen. Das schaut nicht gut aus. Und somit werde ich wahrscheinlich jetzt die Radtour hier leider abbrechen müssen. Ein lauter Knack. Und zum Glück habe ich nachkontrolliert. Das schaut nicht mehr gut aus. An der Stelle kann man auch wirklich mal gut sehen, wie man teilweise dem Material des Fahrrads ausgeliefert ist. Ein teurer Markensattel und trotzdem hier jetzt ein Versagen beim Aufsteigen. Zum Glück ist hier so glimpflich verlaufen und nicht irgendwo bei einer Abfahrt, wo es mich dann vom Fahrrad geschmissen hätte. Schade, jetzt geht's wieder heim mit dem Fahrrad. So kann ich nicht mehr weiterfahren. Das wäre wirklich grob fahrlässig. Und zu Hause werde ich mir dann überlegen, ob ich noch eine kleine Radtour mit meinem Trekkingrad machen werde. Aber mit der Harnessgrinde hat es heute leider nicht sollen sein.